Heiner Kerro wurde am 19. September 1929 in Rostock geboren. Bereits in der Schulzeit wandte er sich der Schauspielerei zu, indem er in einem Jugendtheater spielte. Nach dem Schulabschluss absolvierte Kerro 1950 eine Regieausbildung im Nachwuchsstudio der DEFA in Ost-Berlin. Für die Filmanstalten der DDR wurde er anschließend als Regisseur im Studio für populärwissenschaftliche Filme tätig. Kerros Debütfilm Bauern erfüllen den Plan 1952 dokumentierte die Erfüllung von Schweinemastverträgen im Rahmen der realsozialistischen Planwirtschaft. Es folgten zahlreiche weitere dokumentarische Kurzfilme. 1956 wechselte der Regisseur in das DEFA-Studio für Spielfilme. Hier drehte er 1956-57 den Kinderfilm Sheriff Teddy. Der Jugendfilm Sie nannten ihn Amigo 1958 transportierte mit einer spannenden Geschichte antifaschistische Botschaften. Die erste schwerwiegende Zensurerfahrung in der DDR erlebte Kerro mit seinem Film Die Russen kommen 1968, der die Geschichte eines Hitlerjungen erzählte, der einen gleichaltrigen russischen Zwangsarbeiter nach dessen Flucht verfolgt und jagt. Der Film erhielt in der ursprünglichen Fassung keine Zulassung, sondern kam in veränderter Form unter dem Titel Karriere in die DDR-Kinos. Die Originalfassung konnte erst 1987 gezeigt werden. Ähnlich erging es einem mit dem Autor Ulrich Plenzdorf entwickelten Filmprojekt Die neun Leiden des jungen W., das erst später als Theaterstück und Erzählung herausgebracht werden konnte. Publikumserfolge feierte Kerro in der DDR mit Die Legende von Paul und Paula 1972 und mit Bis dass der Tod euch scheidet 1977-78. Im Jahr 1977 wurde er in das Präsidium des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden der DDR aufgenommen. In den Jahren 1982 bis 1991 fungierte er als Vizepräsident der Akademie der Künste der DDR. Kurz vor dem Fall der Berliner Mauer und der Öffnung der Grenzen machte der Regisseur mit seinem schwulen Drama Coming Out 1988-87 auf die Lebenssituation Homosexueller in der Sozialistischen Deutschen Republik aufmerksam, ein Tabubruch für die DDR-Gesellschaft. Eine Abrechnung mit dem politischen System der DDR legte Kerro dann wenig später mit dem Film Die Verfehlung 1990-91 vor, der jedoch nur mäßige Resonanz bei der Kritik fand. In der Folge drehte der Regisseur vor allem Fernsehserien. 1995-96 dokumentierte er in Die Fähre in den Tod das Fährunglück der Estonia. 1996 berief man Kerro vorübergehend zum Leiter der Abteilung Film und Medienkunst der Westberliner Akademie der Künste. Heiner Kerro starb am 31. Januar 1997 in Berlin-Buch.